In der neuen Reihe Die größten Mythen über den Islam gehen wir einige der Dinge auf den Grund, die vor allem im Internet über den Islam kursieren und verbreitet werden. In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Begriff Taqiyya. Heutzutage wird von nicht-muslimischer Seite die Erklärung verbreitet, die Taqiyya erlaube es dem Muslim zu lügen, besonders wenn es dem Islam dienlich ist. Primär-Islam-Gegner nutzen dieses Scheinargument, um dem Ansehen des Islams und der Muslime weiter zu schaden. So werden beispielsweise Islamprediger, die sich gegen Zwangsheirat, Ehrenmord, Terrorismus oder Frauenunterdrückung aussprechen, als Lügner bezeichnet. Sie würden sich lediglich auf Taqiyya berufen, heißt es. Dieses fadenscheinige Argument dient daher Islamgegnern als Hauptbeleg gegen den Islam, da damit jede positive Aussage bzw. Tat eines Muslims in Frage gestellt werden kann und es somit möglich ist, das Bild des undurchsichtigen, unmoralischen und gefährlichen Islams aufrechtzuerhalten. In Wirklichkeit ist es aus islamischer Sicht verboten zu lügen. Darüber hinaus jedoch ist es dem Muslim nicht erlaubt, Unwahrheiten über den Islam selbst auszusprechen, zum Beispiel damit diese Religion einem Nicht-Muslim besser gefällt oder der Islam sich dadurch schneller verbreiten kann. Würde man nämlich eine Falschaussage über den Islam machen, käme dies einer Erneuerung der Religion gleich, welche jedoch strikt verboten ist im Islam. Dennoch gibt es Ausnahmen. In diesem Vers wird von einer Ausnahme gesprochen, in der es für den Muslim möglich ist, seinen Glauben an den Islam zu verleugnen, während man innerlich jedoch am Glauben festhält. Diese Ausnahmen sind Fälle, in denen man unter anderem durch Morddrohungen oder durch Folter dazu gezwungen wird, so geschehen zu Zeiten der ersten Muslime in Mekka. Der Muslim Amar ibn Yasir überlebte die Verfolgung und Folter der Götzendiener nur dadurch, indem er seine Islamzugehörigkeit zurückwies. Seine Eltern hingegen taten dies nicht und wurden getötet. Wer ist dein Gott? Antworte mir! Rede! Sag, Hubal ist dein Gott! Sag es! Es gibt keinen Gott außer Gott. Und Mohammed ist der Gesandte Gottes. Anders als es von Islamgegnern und Orientalisten vor allem im Netz verbreitet wird, ist das Lügen im Islam verboten. Noch gravierender ist es, wenn man Unwahrheiten über den Islam an sich verbreitet, also bestimmte Regeln verändert oder Dinge hinzudichtet. Selbst in Notsituationen wird dies nicht gebilligt. Erlaubt ist es allerdings, sich von der Religion loszusagen, wenn man dadurch dem eigenen Tod, den Tod anderer, der Folter oder ähnlichen Dingen entgehen kann. Der Islam bietet dem Muslim also nicht die Möglichkeit, Nicht-Muslime anzulügen, daher ist diese Aussage falsch.